Das Fashion- und Lifestyle-Unternehmen Breuninger möchte auf der Fläche um das Breuninger Land mit dem Goldbach-Quartier ein neues, lebendiges Stadtquartier entwickeln. Die Realisierung des Projektes bedeutet eine attraktive Veränderung der Lebensqualität im Sindelfinger Osten. Aus diesem Grund wurden bereits sehr früh im Planungsprozess Ideen und Anregungen zu dem Vorhaben aus der Bürgerschaft gesammelt. Aus den gesammelten Wünschen, Bedürfnissen und Ideen hat das Team von Nonkonform Handlungsempfehlungen entwickelt. Die Empfehlungen müssen auf 3 Ebenen betrachtet werden: Bestand, Quartier und Umgebung. Die Ebene des Bestands umfasst das existierende Breuninger Land mit Parkhaus. Im Moment wirken die bestehenden Gebäude in sich gekehrt und werden teilweise als abweisend wahrgenommen. Auch bilden die sehr großen Gebäude eine Barriere. Direkte Wegeverbindungen fehlen derzeit. Im Rahmen der Entwicklung des Quartiers sollte der Bestand nach außen hin geöffnet und einladender gestaltet werden. Nach Möglichkeit sollten auch direkte Wegeverbindungen durch die Gebäudekomplexe entstehen. Neben diesen Ideen zur baulichen Struktur wurden viele Vorschläge zur Aufwertung des kommerziellen Angebotes gesammelt. Viele Beiträge bezogen sich auf das gastronomische Angebot und die Nutzung der Freiflächen um das Breuninger Land. Auch für die Betrachtungsebene des gesamten Goldbach-Quartiers wurden viele Ideen und Vorschläge gesammelt. Ein wichtiger Punkt dabei war ein vielfältiges Angebot an nicht kommerziellen Nutzungen, wie soziale oder Bildungseinrichtungen, Veranstaltungsräume für Kunst und Kultur, sowie Treffpunkte und Platz für gemeinsame Projekte. Ein weiterer Aspekt war die Nutzung der Dächer. Diese sollen zukünftig als Flächen für unterschiedliche Aktivitäten und Angebote genutzt werden können. Dabei dürfen sie jedoch keine Konkurrenz zur Erdgeschosszone darstellen. Denn nur aktive Erdgeschosse sorgen für ein belebtes Quartier. Auch für die Grün- und Freiflächen wurden Handlungsempfehlungen erarbeitet. Die Freiflächen nahe der Autobahn bieten Platz für laute Aktivitäten, wie Nachtgastronomie oder eine stehende Surfwelle. Der Bereich im Westen des Quartiers bietet Platz für einen großen Treffpunkt und Gemeinschaft. Und entlang des Goldbaches könnten ruhigere Bereiche für Spiel, Sport, Natur und Erholung entstehen. Für die Verknüpfung ist eine attraktive und leistungsfähige Gestaltung der Straßenübergänge entlang des Goldbaches sehr wichtig. Die 3. Ebene der Handlungsempfehlungen stellt die Einbindung des zukünftigen Quartiers in die Umgebung dar. Selbstverständlich liegt dies teilweise außerhalb des Handlungsspielraums des Unternehmens Breuninger. Da die Verknüpfung mit der Stadt wichtig ist für ein funktionierendes Quartier, werden diese Handlungsempfehlungen hier bewusst aufgezeigt. Im Beteiligungsprozess wurde mehrfach angesprochen, dass die aktuelle Planung das Quartier teilweise von der Umgebung abschottet. Durch den Ausbau der Autobahn mit der neuen Abfahrt und dem dadurch zunehmenden Verkehr auf der Schwertstraße wird diese Abschottung noch verstärkt. Damit das Goldbach-Quartier ein integrierter Stadtteil wird, sollte es sich sowohl baulich als auch in der Nutzung eng mit der Umgebung verknüpfen. Dazu müssten zum einen bauliche Barrieren gut überwunden werden. Zum anderen sollten wichtige Funktionen im Quartier untergebracht werden, die das soziale Leben dort fördern, zum Beispiel durch Kooperationen mit Vereinen. Neue Angebote an Räumlichkeiten im Goldbach-Quartier könnten eine Ergänzung zu dem bieten, was in der Umgebung bisher fehlt. Ein wichtiges Thema im Beteiligungsprozess war die Anbindung des Quartiers an den öffentlichen Nahverkehr, um eine möglichst autofreie Erreichbarkeit zu erzielen. Hierzu sollte ein Mobilitätskonzept erstellt werden, welches neben den bestehenden Busverbindungen auch eine bessere fußläufige Anbindung zur S-Bahn-Haltestelle Goldberg beinhaltet und die Idee für eine eventuelle Anbindung an die Stadtbahn aus Stuttgart einschließt. Auch für den Fuß- und Radverkehr sollte das Quartier zukünftig besser erreichbar sein. Dafür braucht es sichere und angenehme Wegeverbindungen. Diese lassen sich sehr gut mit der Grünverbindung entlang des Goldbaches kombinieren. Auch der neue Autobahndeckel sollte für eine solche Verbindung genutzt werden. Visionär gedacht, könnte eine Verlängerung des Autobahndeckels auch die Autobahn als räumliche Barriere überwinden. Das Quartier wäre direkt an den bestehenden Wald als Erholungsraum angebunden. Für eine noch bessere Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln könnte eine neue zusätzliche S-Bahn-Haltestelle für das Goldbach-Quartier entstehen. Die gesammelten Ergebnisse und Handlungsempfehlungen fließen in die weiteren Planungen des Projektes ein. Weiterführende Informationen sowie alle eingebrachten Ideen und Beiträge finden Sie auf zukunft-goldbachquartier.de.